Sag schon, Klaus. Wie ist dein erster Eindruck? Heroen des Olymp, lasst Rattenblut und Katzenköttel regnen. Erschlagt die tumbe Politbande, die sich zuvor an Geistesgut und Kinokunst vergriffen. Göttergaben übt sich das Geschmeiß. Nagt in der Hülle zarter Poesie mit stumpfem Mäusezahn, besudelt gar mit geistigem Taubenschiss das Denkmal wahrer Mimenkraft. Man steckt sie in ein Güllefass voll faulgem Herpesgrind und destilliertem Hurenharren. Du hast ja recht, Klaus. Aber beruhige dich jetzt bitte, Klaus. Wenn wir unseren Film machen, dann brauchen wir diese Leute. Wir brauchen die wahre Inkompetenz echter Politiker. Wir brauchen Darsteller, die sich selbst darstellen, in ihrer ganzen ungebrochenen Unfähigkeit. Einer Unfähigkeit, die alle bisherigen Grenzen des machbar Unfähigen sprengt. Es geht um die Sache, Klaus. Zuerst der Hessen-Gnom. Danach der Streberspargel. Dann die kolorierte Rambo-Fresse mit ihrem Rotzvasal. Bitte, Klaus, sag nichts mehr gegen die kolorierte Rambo-Fresse. Du musst wissen, der Gerhard Schröder ist in letzter Zeit sehr sensibel und hat eine gute Rechtsschutzversicherung. Er soll mich am Arsch lecken, der Mimosen-Macho. Nicht so laut, Klaus, sonst haben wir ruckzuck eine Anzeige vom Kanzler an der Backe, vom Ex-Kanzler. Ja, vielleicht ziehst du dich ja mal zurück, Klaus. Schau mal, der Steven Spielberg sagt immer zu mir, wenn er, sagt er. In der Ruhe liegt die Kraft. Ich mache inzwischen alleine weiter, Klaus. Die Gespräche mit unserem Schauspielcoach und unserem Finanzier würden dich eh nur langweilen. Bis später, Klaus.